Liebe Facebook-Freunde des Staatsorchesters, unsere Kammerkonzerte, viele von Ihnen wissen es vielleicht schon, sind immer für Überraschungen gut. Und bei unserem nächsten Kammerkonzert am kommenden Mittwoch um 19:30 in der Liederhalle gibt es eine ganz besondere Überraschung. Wir werden nämlich Musik spielen, nicht nur von Johannes Brahms, den wir alle kennen, sondern auch von, und lassen Sie sich diesen Namen auf der Zunge zergehen, von Woldemar Bargiel. Woldemar Bargiel, den Robert Schumann auch als einen hoch aufstrebenden Künstler der jüngsten Zeit gewürdigt hat. Das Werk, das wir hier bei uns im Kammerkonzert zur Aufführung bringen, ist ein ganz besonderes. Es wurde von den Zeitgenossen als Meisterwerk gerühmt. Es ist sein Streichoktett, ein Jugendwerk, das er zum Abschluss seines Studiums in Leipzig komponiert hat. Die Musiker des Staatsorchesters haben sich also dieses Werks angenommen und sie werden dieses Streichoktett, das so gut wie nie gespielt wird, zur Aufführung bringen. Es ist ein wunderbar großer, kraftvoller, prachtvoller Klang, den es in diesem Streichoktett von Bargiel immer wieder zu hören gibt. Und die Musiker des Staatsorchesters haben in ihren Proben wunderbar genau hingehört auf die verschiedenen Stimmverläufe, die sich in diesem Werk abwechseln und wo die Stimmen hin und her springen und wo es immer wieder neue Zusammenhänge, neue Beziehungen gibt. Bargiel hat sich auch an Mendelssohn, seinen Bekannten aus Leipziger Zeiten, angelehnt in seiner Musik, ganz besonders im zweiten Satz. Vielleicht einer der Lieblingssätze von uns, weil es in diesem zweiten Satz nicht nur ein wunderbares Singen der Streichinstrumente gibt, sondern wo auch etwas aufblitzt, was wir sonst eigentlich nur von Felix Mendelssohn Bartholdy kennen, nämlich Elfenmusik. Wir haben natürlich bei diesem Kammerkonzert zudem die Gelegenheit, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen, Till Fellner, den wunderbaren Pianist, mit dem das Staatsorchester auch schon das vorletzte Sinfoniekonzert gestalten durfte. Er wird zusammen mit vier Musikern des Staatsorchesters das Klavierquintett von Johannes Brahms zur Aufführung bringen, also des Komponisten, der letztlich die größeren Lorbeeren geerntet hat als Woldemar Bargiel. Freuen Sie sich mit uns auf eine spannende Begegnung zwischen Johannes Brahms und Woldemar Bargiel mit den Musikern des Staatsorchesters Stuttgart. Herzliche Einladung.